Erinnerst du dich noch an mein Blasrohr, ja? Der Onkel Doktor mit dem Blasrohr. Ja. Aber diese Lautäußerungen, die sind schon toll. Eine Farm in Namibia. Hier finden verletzte und verwaiste Wildtiere Zuflucht. Der Name der Farm Harnas, geführt von der Familie van der Merwe. Mit Unterstützung von Volontären aus aller Welt, die hier das wilde Afrika erleben können. Ein Stück vom wilden Afrika zeigen diese beiden Geparde. Max und Moritz leben in der Lifeline von Harnas, der geschützten Auswilderungszone. Und sie führen gerade etwas im Schilde. Die ehemaligen Handaufzuchten haben Beute gewittert. Jetzt können sie beweisen, wie gut das Prinzip der Auswilderung auf Harnas funktioniert. Eine Gnu-Herde hatte sich zum Trinken am Wasserloch versammelt. Doch daraus wird nichts. Max und Moritz haben es auf die Kälber abgesehen. Geparde können auf über 100 Stundenkilometer beschleunigen und überrennen ihre Beute dann einfach. Die beiden müssen aber aufpassen, nicht unter die Hufe zu kommen. Die erwachsenen Gnus versuchen natürlich, ihre Jungen zu beschützen. Moritz gelingt es jedoch, ein Kalb von der Herde zu trennen. Auch Max gibt Gas. Lange halten Geparde ihr Spitzentempo nicht durch. Nur etwa 400 Meter. Doch das reicht. Mit einer erbosten Gnu-Mutter will Max sich aber nicht anlegen. Diese Jagd ging daneben. Ein Happy End gibt es trotzdem. Für die Gnu-Mutter und ihr Kalb. Auch auf der Farm beginnt der Tag mit Aufregung. Wir wurden gerade vom Frühstück so ein bisschen überrascht und rausgeholt. Und zwar ist wohl ein Löwe ausgebrochen. Und ja, wir müssen jetzt wohl helfen. Also es wurde schon ein bisschen Fleisch präpariert. Aber sind alle irgendwie noch erstaunlich ruhig, was mich ein bisschen verwundert. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich stand bei, Nick, ich stand bei. Raubtierspezialist Freaky checkt über Funk die Lage. Ein Junglöwe hat sich aus seinem Gehege gebuddelt und streift nun durch die Auswilderungszone. Frickys Mitarbeiter haben das heute Morgen bei der alltäglichen Zauninspektion festgestellt. Doch noch ist nicht wirklich sicher, ob nur eine Raubkatze fehlt. Fricky weist Nick über das Walkie-Talkie an, ihn während der Fahrt auf dem Laufenden zu halten. Bei solch einem Zwischenfall muss er vorbereitet sein. Okay, danke. Let's drive, guys. Get in the back of the car, all of you. Das Krisenteam startet vom Farmparkplatz aus. Ein Eimer voll Fleisch, eine Handvoll Volontäre und ein paar erfahrene Harnas-Mitarbeiter genügen hoffentlich, um die Gefahr zu bannen. 10 Kilometer vom Farmzentrum entfernt liegt das Gehege der Junglöwen. Inzwischen ist klar, dass nur das Männchen entwischt ist. Das reicht aber auch. Der Löwe wartet seelenruhig neben seinem Gehege auf der falschen Seite des Zauns. Fricky muss ihn wieder einfangen, bevor er die anderen Tiere in der Auswilderungszone bedroht. Han, 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 Lop, Han, Han. Han ist Afrikaans und bedeutet geh weg. Fricky versucht, den Löwen von den Autos fernzuhalten. Denn obwohl das Tier eine Handaufzucht ist, bleibt es doch eine Raubkatze. Komm, 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 mach ich gar nicht, komm. Frickys Mitarbeiter rangieren die Autos um, damit der Löwe sicher in den Käfigwagen gelockt werden kann. Das geht zwar mit Frischfleisch am besten, die Volontäre sollen allerdings nicht als Köder herhalten.
Deshalb müssen sie sich nun erstmal in Sicherheit bringen. Don und seine Kollegen haben es dabei recht eilig. Ja, eben noch gemütlich beim Frühstück gesessen, jetzt ist der Adrenalinpegel deutlich höher. Ja, eine ziemlich krasse Aktion hier, jetzt so nah von einem männlichen Löwen zu stehen. Also das pumpt schon ordentlich hier. Das Kuscheln mit Großkatze ist auch nicht zur Nachahmung empfohlen. Fricky hat eine Sonderstellung. Er kennt den Löwen von klein auf. Lukis heißt kleine Löwen auf Afrikaans. Fricky lockt das Männchen von den Autos weg, damit der Wagen mit dem Schutzkäfig vorfahren kann. Auf dem Dach hockt Mitarbeiter Konrad. Klein sind die drei Löwen zwar nicht mehr, aber mit 4 Jahren die jüngsten auf Harnas. Deswegen nennen sie auch alle die Babys. Fricky lockt jetzt in die andere Richtung. Das Männchen muss hinein in den Wagen. Können wir nicht noch ein Stückchen Fleisch hier? Ich bin hier korrekt, möchte mal. Mit einer Portion frischem Eselfleisch sollte das hoffentlich gelingen. Klappe zu, Löwe drin. Fricky kennt die pädagogischen Tricks. Komm mal, ist okay, ist okay. Komm. Also, es hat ja eigentlich jetzt ganz gut geklappt. Fricky hat ihn einfach mit einem kleinen Stück Fleisch zum Glück in den Wagen gelockt. Jetzt müssen wir noch mit Draht die Tür verstärken, damit er nicht wieder rauskommt. Ja, ich denke, wir können es ziemlich glücklich schätzen, dass er nicht einfach ab in den Busch ist, sondern eher so ein bisschen interessiert auch an uns war, an den Autos. Vor den Damen muss Don nun Löwenmut beweisen. Ui. Ui, 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 ui. Er steigt dem Leo aufs Dach. Ja, hier oben ist so eine Klappe und die ist offen und die müssen wir jetzt verschließen. Ah, it's open, you see. It's hanging open. Man can push it out, lehn it out. Durch die kleine Luke könnte der Löwe wieder ausreißen. Ja, schon ziemlich krass. Okay. Hey. Auch die Geräusche, die er macht und so. Und wenn er mit dem Kopf durchs Dach wollte, hätte Don jetzt schlechte Karten. Fricky lenkt den Löwen ab. Hey, are you not happy, huh? Don ist auch nicht gerade glücklich. Die Luke geht nicht zu. Okay, shut. Fuck. Jetzt bloß nicht die Nerven verlieren. Aber das ist gar nicht so einfach, wenn man praktisch auf einem Löwen sitzt. Obwohl der ganz entspannt wirkt. Don, secure? Ja. You can stay on top. You can stay on top. Geschafft. Don kann sich auch entspannen. Auf der Farmwiese beginnt gerade eine Visite. Harnas-Koordinatorin Astrid besucht mit Tierarzt Dr. Rietschel seine früheren Patienten. Elsa! 23? 23, ja. Durchschnittsalter 14 bis 15 Jahre. Ja. Das Höchstalter in der freien Wildbahn, meist weniger. Das kennen ist schon Sie eine Leistung, noch? Ja. Kennen Sie ja noch mit Ihrem Partner hier. Ja, man sieht eindeutig, ja, dass er hinten eine Atrophie von dahinter geht, also weil sie die kaum einsetzt. Elsas Hinterbeine sind seit einem Kampf gelähmt. Dr. Rietschel hat Mitleid. Ich werde mal mit Marietta ganz vorsichtig ein Gespräch führen in der Richtung. Nee, das muss man einfach mal, das muss man einfach mal ansprechen. Weil sie ist jetzt 23, also das Höchstalter, was irgendwann mal ein Löwe hatte, war glaube ich 25. Hm. Und das muss man mit Sicherheit nicht abwarten bei dem Tier. Okay. Ja. Nächster Patient. Die habe ich noch in Erinnerung. Da haben wir Mikrochips gesetzt damals und Blutproben genommen. Mikrochips zum Wiederfinden, oder? Nein, ich glaube, die müssen alle gekennzeichnet werden, hier die Tiere. Okay. Die sind ja wunderschön. Da war auch einer mit 3 Beinen, aber genau. Ist er noch hier, oder? Er ist noch hier. Caracal Letago ist mittlerweile knapp 4 Jahre alt. Den Verlust seines rechten Hinterlaufes verdankt er seiner Rabenmutter. Das ist ein alter Patient von mir. Ja. Hatte, glaube ich, die Mutter das Bein abgebissen, ja, wenn mich nicht alles täuscht.
Oh, der kann aber ganz schön knurren. Naja, da ist natürlich auch auf dem anderen Hüftgelenk eine unwahrscheinliche Belastung auf dir dabei. Und das Ganze wirkt sich auch auf die Wirbelsäule aus. Das sieht man schon, ja, der ist schon, ja, leicht verformt. Mhm. Und als Kater hat er natürlich auch schlechte Karten. Aber auch hier ist absehbar, dass dieses Tier das Höchstalter wahrscheinlich nicht erreichen kann. So. Warum Letagos Mutter sein Bein abnagte, konnte man damals nicht klären. Als die Harnas-Mitarbeiter ihn retteten, war es für das Bein leider zu spät. So ein kleiner Springnase. Ja. Dr. Rietschels erster Besuch ist 2 Jahre her. Es gibt noch viel zu begutachten. Mit dem Löwen im Käfig kann Fricky nun Ursachenforschung betreiben. Er will wissen, was vor und nach dem Ausbruch passiert ist. You see, he was a long time over here. He walked up and down, up and down. Die Spuren zeigen Fachmann Fricky genau, wie sich der Löwe bewegt hat. Er ist förmlich auf der Straße herumflaniert. See, he even took the road. Even took the road up this way. Then he disappeared into the bush. Zusammen mit Volunteer Don analysiert Fricky den Vorfall. Ein Löwe auf Abwegen ist auch auf Harnas keine Kleinigkeit. Schließlich entdecken sie den Grund. Im Busch verwest ein Kudu-Kadaver. Ja, also heute Morgen bei der Fence Patrol haben wir da am Zaun ein Loch gefunden. Das wurde jetzt provisorisch mit ein bisschen Holz und ganz wenig Sand nur zugemacht. Und wir haben auch schon einen nächsten Trupp kommen, der das dann richtig wieder schließen kann, weil sobald wir jetzt mit dem Löwen wegfahren und ihn hintenrum wieder ins Gehege reinbringen, werden seine 2 Weibchen versuchen, ihn hier draußen zu suchen, und sie wissen, er hat das Loch benutzt, und ja, das ist halt die Gefahr daran, dass dann, wenn er wieder drin ist, die 2 Weibchen draußen sind. Und da haben wir eben den toten Kudu, ist das, glaube ich, gesehen, und der riecht immer noch, deswegen wollen die Löwen halt raus, also es war ein Fang von den Wildhunden. Ja. Auf Harnas erlebt man was. Ja, es ist auf jeden Fall eine aufregende Situation hier alles. Ich bin froh, dass die Löwen Fricky so von klein auf kennen, und deswegen kann man ihm eigentlich ganz gut vertrauen da. Aber trotzdem, also eben den ersten Löffel Müsli im Mund gehabt und dann ging es los. Also von 0 auf 100 sozusagen. Ja. Die Lage ist geklärt. Nun muss nur noch der Löwe zurück hintern Zaun. Hier ist Audrey. Die Visite geht weiter. Ja. Das war mein erster Patient. Die 23-jährige Meerkatze Audrey. Ja, die Volunteer setzen sich dann auch zu ihr rein und lesen ihr vor. Und ja, aber wieso hat die nichts Anständiges mehr zum Klettern? Weil sie nicht richtig gucken kann, denke ich mal. Ja, aber klettern können sie immer. Also da würde ich schon einen größeren Ast reinmachen, dass er rauf und runter kann. Weil sie greift ja, und so, ich meine, das kann sie auch wieder machen. Ja, aber sie zieht sich auch viel zurück, also sitzt ja oft dann in ihrem Häuschen und knabbert da irgendwo dran rum. Ja. Wartet auf das nächste Unterhaltungsprogramm. Mhm. Aber nicht auf das von Dr. Rietschel und Astrid. Audrey! Die will nicht. Wahrscheinlich hört sie auch nicht. Weil sie schade, weil die guten Darbietungen, die sie hier bekommen. Ja. Ich finde immer ihre Zähne, ich bin das auch sehr apart. Naja, aber sie ist schon was so. Was ist mit den halt, Zähnen? Sie sehen nur ein bisschen. Ja, wenn sie 23 ist. Ja, da muss man. Dann, nee, da kann man mal. Das wirkt manchmal wirklich verjüngend, wenn man die Zähne mal saniert. Das heißt, bei so einem Tier muss man halt alles, was faul ist, ziehen. Ja, nur nicht mal faul, nur ein bisschen schräg stehen. Ja, ja, mit 23 kann das gar nicht in Ordnung sein. Da sollte man mal zum Zahnarzt gehen. Also das können wir mal machen. Also das ist kein Problem. Dafür habe ich auch immer das richtige Instrumentarium dabei. Okay. Kleiner Tierarztwitz am Rande. Nee, aber die Zähne sollte man mal nachgucken. Und dann kann man auch noch mal die Augen nachschauen und so weiter. Ja. So. Weiter geht's mit den Geiern Asim und Stinky. Direkt nebenan. Jetzt mal gucken, wo er steckt. Jetzt müssen wir nur die Voliere noch ein bisschen umbauen. Was braucht er noch? Auf 20 Meter erhöhen, ja, damit die auch ein bisschen fliegen können. Dr. Rietschel arbeitet ganzheitlich. Da sitzt Asim. Ja.
Essem wurde vor dem Schwarzmarkt gerettet. Stinky fand man halb vergiftet auf einem Feld. Und kommunizieren die beiden Geier miteinander oder ignorieren sie sich? Ich meine, der eine ist ja jetzt auf Hühner geprägt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe sie noch nicht miteinander sprechen hören. Aber ich denke mal, wenn sie sich zanken, hätten sie sie bestimmt getrennt. Aber vielleicht freut sich Essem ja, dass er... Es sind ja jetzt Mädchen und Junge, also ich denke, sie haben ein bisschen angebandelt. Obwohl der Altersunterschied nicht gering ist. Wie alt können die Geier werden? Uralt bestimmt. Uralt, ja. 30, 40 Jahre. Einige Geierarten können sogar bis zu 70 Jahre alt werden. Ja, was ist? Ja, das ist ja wirklich toll. Also das ist dann sozusagen, ja, jetzt ja, ein Handaufdruck dann in dem Sinne. Ja. Muss man sagen, die ist gut gelungen. Die kann man übrigens sehr schön auswählen an so Geier. Aßen wollten wir ja. Aber ja, kamen wir ja immer zurück. Wir haben ja auch in Stuttgart eine Geierzucht und geben immer in die Ausbildung ab. Auch wenn die in der Voliere aufgewachsen sind, ist das überhaupt kein Problem. Weil die sind ja sozusagen passive Flieger. Wenn die mal oben sind, brauchen die überhaupt keine Training, keine Muskelkraft, dann schweben die. Zur Demonstration allerdings nur ein kleiner Sinkflug. Das ist kein Wecker, sondern ein Lockruf, und zwar ein erfolgreicher. Thomas und Simon gehören zum Volk der Sun und haben Severin diesen Laut gelehrt. Es ist Fütterungszeit für die Mangusten. Und das ist dieser typische Laut, mit dem wir sie anlocken. Sie bekommen jetzt zuerst einmal Reste. Und wenn sie die Reste gefressen haben, bekommen sie Fleischstücke. Für die Mangusten hat die heutige Mahlzeit allerdings einen kleinen Haken. Das wissen die nur noch nicht. Wir haben ja den Dimitri, das ist das Waisenkind, das wir haben. Und der ist ganz alleine zurzeit. Und das Ziel ist jetzt, dass einer der Buschmänner ein Junges von dieser Herde wegnimmt, damit Dimitri nicht mehr so alleine ist. Das ist insofern zu vertreten, da in der freien Wild die Überlebenschance der Jungen bei 50% liegt und Dimitri alleine ist und sonst sterben würde. Und die Gruppe wird das verkraften, wenn es ein Baby weniger hat. Volontärin Severin lenkt das Rudel mit dem Futter ab. So klein und niedlich Mangusten sind, so scharf sind auch ihre Zähne. Beim Herausfischen eines Jungtieres muss Thomas gut auf seine Finger aufpassen. Severin sorgt sich mehr um die Babys. Mir tut es ein bisschen weh, aber im Hinblick darauf, dass der kleine Dimitri jetzt einen Freund hat, und das war mir sehr wichtig, muss ich da auch durch. Zebramangusten haben ein strenges Sozialgefüge. Dass ein Jungtier fort soll, um mit Waisenkind Dimitri ein neues Rudel zu bilden, ist für sie nur schwer zu tolerieren. Schlimmer wäre aber der Versuch, Dimitri in das bestehende Rudel zu integrieren. Das gäbe Zeter und Mordio. Und im Zweifelsfall keinen Dimitri mehr. Thomas und Simon wollen aber nicht nur eines, sondern gleich zwei Jungtiere fangen. Die erfahrenen Buschmänner wollen sichergehen, dass sich eines mit Dimitri versteht. Auch wenn sie sich dafür mit dem großen Rudel anlegen müssen. Mit ihren Körpern schirmen die erwachsenen Tiere den Nachwuchs ab. Für Thomas gibt es kaum ein Herankommen. Gefangen. Und nun sollte Thomas besser stiften gehen. Die Mangusten jagen Thomas und den zwei gekaperten Kindern nach. So amüsant das aussehen mag, mit der wild gewordenen Meute ist beileibe nicht zu spaßen. Ein Biss kann sich nicht nur böse entzünden, sondern tut auch höllisch weh. Und das war nur der Biss eines Jungtiers. Severin ist voller Bewunderung. Ich bin fast
fasziniert über das Sozialverhalten dieser Familie. Sie haben gleich noch mal zwei Baby-Mangusten aus der Gruppe genommen und die ganze Herde geht jetzt auf, rennt diesen beiden hinterher. Das beweist die Sozialstrukturen der Mangusten, dass die wirklich die ganze Gruppe ist für die Jungaufzucht zuständig. Und ja, es ist faszinierend. Genau wegen dieser Sozialstrukturen soll Dimitri Gesellschaft kriegen. Alleine würde er eingehen. Da muss die Familie das Nachsehen haben. Und jetzt ist der Plan. Jetzt gehen wir mal schauen in die Küche, wo sie sind, und versuchen erstmal die mit Dimitri zusammenzusetzen. Sozialpädagogin Severin weiß, diese Familientrennung dient dem guten Zweck. Das nützt denen nur auch nichts. 10 Kilometer von der Farmwiese entfernt kaut jemand noch an seiner Begegnung mit einem Löwen. Volontär Don. Ja, ziemlich besonders, ne? Also hätte ich nicht gedacht, aber das ist halt Hanas. Erwarte das Unerwartete für den letzten Tag, aber ich denke, bis jetzt läuft alles nach Plan. Für den letzten Tag? Damit erwartet Don nicht das Schlimmste. Er muss nur zurück nach Wien zu seinem Volkswirtschaftsstudium. Aber erst nachdem der unternehmungslustige Löwe wieder sicher in seinem Gehege sitzt. Don und Hanas Mitarbeiter Nick müssen den Zufahrtsweg zum Löwengehege freimachen. Mit seinen 50 Hektar ist es größer als die Blumeninsel Mainau im Bodensee. Für den jungen Löwen war es wohl nicht groß genug. Gemeinsam mit Johann bringt Fricky den Ausreißer zurück. Der Vierjährige war seiner Nase gefolgt und hatte sich freigebuddelt, weil ein Kudu-Kadaver lockte. Jetzt sollen ihn die Weibchen aus dem Wagen locken. Birkes! Komm, 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 komm! Da machen selbst Konrad und Nick, hartgesottene Harnas-Mitarbeiter, das Tor lieber von außen zu. Obwohl auch die Löwinnen Flaschenkinder sind, sollte man sie nicht wie Katzen behandeln. Außer man heißt Fricky und hat den Umgang mit ihnen gelernt. Aber auch er bleibt immer auf der Hut. Okay, okay. Wach, 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 wach. Vor allem soll die Löwin jetzt nicht auch noch ins Auto springen. Jedenfalls scheint sie sich über die Rückkehr ihres Kumpels zu freuen. Dann kann im Gehege ja wieder Alltag einkehren. Und Fricky kann zusehen, dass er rauskommt. Ja, ja, ja. Han, Han, Han. Das Ende der Geschichte, würde ich sagen, von einem sehr aufregenden letzten Morgen. Fricky hat erfolgreich das männliche Löwentier wieder hier zu den anderen, zu den Weibchen gebracht. Die haben sich direkt begrüßt, freudig. Und ja, ist alles jetzt ruhig vonstatten gegangen und ich denke, wir können zufrieden sein. Nach dem Schrecken der frühen Morgenstunde nimmt das Abenteuer nun ein glückliches Ende. Um es kurz auf den Punkt zu bringen, niemand wurde verletzt. Ja, so, wir scheinen wohl extrem glücklich gewesen zu sein. Die Löwen sind ja alle mit der Flasche aufgezogen worden, per Hand vom Menschen, und sind damit an den Menschen natürlich auch gewöhnt. Und eigentlich kann man ja denken, oder wir haben ja jetzt auch hier im Umgang mit den Löwen mit Fricky gesehen, sie vertrauen ihm total. Aber das macht die Löwen dann halt auch eben unberechenbar und vielleicht noch gefährlicher, dass sie keine Angst vor Menschen haben wie ein wilder Löwe vielleicht. Und deswegen muss man hier ganz besonders auf alle Sicherheiten achten und alles doppelt checken. Und ja, nur so können wir dann halt auch die Arbeit so erfolgreich hier machen, dass wir alles beachten, was zu beachten ist. Und jetzt haben wir ihn erfolgreich wieder in sein Rudel integriert. Ja, und hoffen natürlich so schnell, dass es nicht wieder passiert. Das wäre wünschenswert. Nicht zuletzt für den Löwen. Okay. Okay, guys, good job. Koordinatorin Astrid macht mit Dr. Rietschel Stippvisite am Krokodilteich auf der großen Wiese. Der Tierarzt war 2011 für 3 Wochen auf der Schutzfarm und hatte damals zahlreiche Patienten. Die kenne ich noch, wie sie so klein waren. Ja.
kann da rumgehen. Jetzt schau dir das an. Kommt Ro noch mal. Komm. Mehr Krokodilchen als Krokodil. Aber es ist schon kräftig gewachsen. Fühlt sich belästigt. Aber da kann ich mich dran erinnern, die waren auch noch nicht mal halb so groß. Ja. Vor 2 Jahren waren das solche Kerlchen, da waren sie gerade geschlüpft. Und dass die also hier hochkommen, das ist schon eine Leistung. Wunderschön. Ja, du hast vollkommen recht, Schimpf. Ja, aber schon leckere Zähne. Ja. Das ist so lustig, wenn man so die Haut sieht, die dann noch über das Auge huscht. Ja. Nach 16 Jahren Arbeit für Hannas lernt Astrid noch gern dazu. Aber ist das jetzt schon, dass er sein Revier hier verteidigt? Ja, natürlich. Fühlt sich von uns ausgesprochen belästigt. Aber normalerweise hauen sie natürlich ab. Und das wundert mich bei dem, der geht. Und wenn wir jetzt hier weiter, dann springt er am Ende, beißt er noch ins Gitter. Und das wollen wir natürlich nicht. Das wollen nicht. Wir nicht. Dann nee, gehen wir mal lieber. Dann gehen wir lieber. Neben dem Krokodilteich grasen auf der Wiese Esel-Neuzugang Anja und Eselfohlen Stanley, den Astrid Fricky nennt. Hallo. Ähnlichkeiten mit auf Harnas lebenden Zweibeinern sind natürlich rein zufällig. Hallo. Stanley Fricky wohnt seit einem Monat auf der Farm, Anja erst seit ein paar Tagen. Wie geht's euch? Oh, hallo. Aha. Das ist Fricky und das ist Anja. Die haben wir gestern noch verarztet. Die hatte hier eine ganz fiese Bisswunde von den anderen Eseln. Da schmieren wir aber noch mal was drauf, weil ihr seht, das ist hier offen, das platzt auf und dann gehen die Fliegen dran und das wäre ganz schlecht. Also das war schon mal ganz zu, aber durch die Bewegung der Muskulatur. Ja, aber schau, da sind schon Mücken dran und in dem Moment. Und das ist auch eine Stelle, die ganz schlecht heilt. Aber das kriegen wir hin, das ist kein Problem. Die vorne auf der Seite. Da hat sie noch einen? Ja, das haben wir gestern hier. Das ist zu. Weit. Das war gestern noch offen. Die hatte so nämlich eine alte Bisswunde auch da. Ja, das war hier so ganz mit dem Fell. Ein dicker Wulst. Das hatten sie dann rausgeschnitten. Ich sollte die ein bisschen zulegen. Gell? Aber die war am Anfang unheimlich scheu. Und ich glaube, so inzwischen hat sie mitgekriegt, dass wir hier nichts Böses wollen. Und wandert hier ganz glücklich über den Garten. Ja. Ja, aber wie gesagt, das heilt. Gut. Man muss halt nur dranbleiben. Ja. Naja, unsere Pavian-Kolonie, die kennst du ja wahrscheinlich auch alle. Dr. Rietschel kennt sich mit Affen aus. Er hat im Stuttgarter Zoo gearbeitet. Sind das jetzt nur Männer hier oder wie macht man das? Nee, eigentlich muss das... Weibchen auch? Ja, bunte Mischung. Aber ich sehe keine Jungtiere, wie macht man das? Ich denke schon, dass versucht wird, die Männchen zu kastrieren, wenn sie denn alle erwischen. Das ist schon gewünscht. Ja, also versuchen reicht nicht, man muss es schon machen. Ja, aber wie ich mir habe sagen lassen, sind die recht tricky und nicht immer einfach dann zu erwischen. Im Moment sitzen sie brav in der ersten Reihe. Kino. Und ein Hinterteil. Das ist eine eindeutige Aufforderung jetzt gewesen, gell? Ja. Mit dem Zeigen des Allerwertesten hat das Pavianweibchen den Doktor nicht nur als ranghöheres Männchen anerkannt, sie hat ihm auch signalisiert, dass sie zu mehr bereit ist, vorsichtig formuliert. Ich habe letzt gedacht, der arme Esel ist tot, weil dann sagst du da einfach. Und da hat sie nur geschlafen. Aber wie gesagt, die ist auch erst seit ein paar Tagen hier und seitdem grast die hier munter. Wir können rübergehen zum Tower. Einfahrt in die Lifeline. Der heutige Erkundungstrupp will in der Auswilderungszone die Geparde Max und Moritz suchen. Alte Bekannte von Severin. Ich habe Max und Moritz vor 2 Jahren, als ich hier war, durfte ich sie bei ihren ersten Schritten in die Lifeline begleiten. Ich habe Stunden damit verbracht in ihrem Gehege. Die haben auf mir geschlafen. Ich war so vertraut mit ihnen und durfte sie auf dem Weg, die ersten Schritte in ihre Freiheit, durfte ich sie begleiten. Und das war echt emotional für mich. Mit ihren 80 Quadratkilometern ist die Lifeline so groß wie der Chiemsee. Hier gezielt 2 Tiere zu finden, funktioniert nur mit Hilfe der Technik. Per GPS versuchen die Volontäre, die Geparde auszumachen. Seit ihrer Auswilderung tragen Max und Moritz Senderhalsbänder. Je kürzer die Abstände des Funksignals, desto näher sind die Tiere. Strong. Das Signal ist jetzt ganz stark. Also geht's von hier aus zu Fuß weiter.
Okay, we've got cheetah tracks here. Hannas Mitarbeiterin Erin hat Pfotenabdrücke entdeckt. Erin denkt, dass sie hier drinnen sind, ungefähr 20 Meter von hier. Sie hat uns jetzt angewiesen, dass wir aufpassen müssen, Augen offen halten und hinter ihr laufen. Alright. Erin führt die Volontäre mitten in den Busch hinein. Doch selbst mit Antenne und Signal ist es immer noch ein Glücksspiel, Max und Moritz zu entdecken. Au. Okay, you guys can help me by keeping a lookout for them. It sounds silly, but we can walk right past them and we won't even see them. They're very well camouflaged. Durch ihre Fellfärbung sind Geparde in der Savanne bestens getarnt. Die Volontäre könnten in 10 Meter Entfernung an ihnen vorbeilaufen, ohne sie zu sehen. Aber there they are. Bam, just like that. Hello, you lazy cheetahs. Okay, you guys can come around this side to get a closer look at them. Wie so oft liegen Max und Moritz unter schattenspendenden Bäumen. Okay, here we have Max in the front and this is Moritz at the back. Die beiden halten mit vollen Bäuchen ein Schläfchen. Mit der Jagd hat es also doch noch geklappt. Severin ist ganz überwältigt vor Wiedersehensfreude. Ach, ich könnte weinen. Ist echt schön, sie hier zu sehen. Wenn man denkt, dass das Handaufzuchten bei Geparden in der Regel eigentlich nicht ausgewildert werden können, geht ganz schlecht. Und das hier jetzt zu sehen, dass die ihre Freiheit zurückgewonnen haben, amazing. Was Severin damit sagen will, per Hand aufgezogene Geparde suchen auch nach ihrer Auswilderung immer die Nähe von Menschen. Sie würden ihre Beute unter Farmtieren schlagen und es sich schnell mit Namibias Landwirten verscherzen. Weil die Lifeline von Hannas sicher umzäunt ist, kann hier nichts passieren. Die geschützte Zone ermöglicht Max und Moritz ein eigenständiges Leben und das Wiedersehen mit Severin. Ich habe mich enorm darauf gefreut. Ich bin echt glücklich, sie hier so zu sehen, was aus ihnen geworden ist. Es ist ziemlich schwierig, die Gefühle zusammenzufassen, aber es löst einiges in mir aus. Und ich hoffe, ich werde sie nochmals treffen irgendwann. Max und Moritz sind einer der großen Erfolge von Hannas. Es ist Herzenssache der Tierschutzfarm, verwaisten oder einst verletzten Tieren ein so freies Leben wie möglich zu gewähren. Geschützt, aber nach den Gesetzen der Wildnis. Say goodbye to the boys. Bye, boys. Und deswegen lassen Severin und die anderen sie jetzt auch wieder alleine. Astrid und Dr. Rietschel sind inzwischen am Gehege von Atheno, auch Afino genannt, angelangt. Der Tierarzt war 2011 schon einmal auf Hannas. War schön, wenn man hier so begrüßt wird. Flaschenkind Atheno kennt keine Scheu vor Menschen. Okay. Ja. Atheno ist nach Hannas gekommen, als er gerade ein paar Monate alt war. Jäger hatten seine Mutter erschossen. Eine Tierfreundin versuchte, den Gepard in ihrer Wohnung großzuziehen, übergab ihn dann aber lieber Marietta, der Chefin der Tierschutzfarm. Was ist das für eine Geschichte hier? Das ist unser Atheno, das ist ein Er, ja. Ja, ich lese gerade. Die ist vor anderthalb Jahren zu uns gebracht worden, da mal an der Küste. Ist das die Handaufzucht, die in der Küche saß? Da saß so eine kleine mit den Leoparden zusammen. Genau, ja. Das ist sie. Oh, da hat sich aber toll entwickelt. Atheno. Aber ich meine, ich habe den so klein, da habe ich noch Fotos, wie er so klein war. Die kann ich heute Abend mal zeigen. Ja. Guck. Ja. Der Doktor möchte sich Atheno eigentlich mal genauer ansehen. Komm mal hier. Guck. Ja, wenn er nicht will, ist ja auch gut. Aber Ball spielt er wahrscheinlich. Seit über 30 Jahren ist Dr. Rietschel Fachmann für Wild- und Zootiere. Er weiß, dass er Atheno nicht zur Untersuchung zwingen kann.
Geschickte Ablenkung funktioniert bei Tieren aber oft ähnlich gut wie bei Kindern. Ist nicht so warm. Oder eben nicht. Immerhin liegt Atheno jetzt. Das ist für einen genaueren Blick ebenso gut. Ach nö. Aber jetzt kann man ein bisschen gut abtasten. Ja. Beim Annähern ist es wichtig, größer zu bleiben als der Gepard. Also knien, nicht hinsetzen. Und das Schlecken ist weder eine Liebesbekundung noch ein Zeichen für Hunger. Also hier scheint so zu schmecken. Nee, was hier rein muss, ist ein Salzleckstein. Okay. Wenn der Boden nicht genügend Mineralien hat und so weiter, dann kann da durchaus ein Defizit vorliegen. Sollte man mal ausprobieren. Komm, leg dich mal hin. So ist schön. Ja. Auf die Weise kann man wirklich hier die mandibulären Lymphknoten fühlen. Man kann sich die Augen anschauen, man kann sich die Zähne angucken. Ja, hier, gell? Ja, eben. Ja. Das scheint alles hervorragend in Ordnung zu sein. Ja. Der Tierarzt ist beeindruckt. Wunderbar. Und Atheno schlägt trotz bester Gesundheit gerne Salz von der Haut. Ja, aber er sucht auch nach wie vor den Kontakt zu den Leuten. Also, weil ja, ist klar, kommt, als Handaufzucht ist das halt so. Dann direkt hin und schnurrt sich in die Herzen. Ja. Mit dem Befund können alle gut leben. Also, weiter geht's. Tschüss. Das ist toll. Man hat schon so was nach anderthalb Jahren, das war so eine Portion damals. Ja, ja, ja. Einmal quer hinterm Feld wartet schon der nächste Patient. Zeig mal hier. Jetzt schau, er hat einen Zipfel und drunter hängt nichts. Der müsste solche Klöten haben. Ja. MacGyver ist aber kastriert. Das ist, die werden dann trotzdem groß, kräftig, haben das ordentliche Gebiss. Und ich meine, das wäre natürlich eine Katastrophe. Ja. Das wäre eine Katastrophe, wenn die nicht kastriert werden. Hätte die ja Nachzucht ohne Grenzen und die Tiere wären wesentlich aggressiver. Ja, ja, zeig's ihr. Ja, zeig's ihr. Ja. Wie nett. Astrid muss Abstand halten. MacGyvers Sandattacken machen klar, was er von ihr hält. Wenn du weitergreifst, kommst du unten drunter raus. MacGyver will nicht buddeln, er will Astrid verscheuchen. Also der mag dich ganz besonders. Ja, ich merke das schon. Ja. Ich habe ihm nichts getan. Blond reicht. Ob blond, ob braun, Artgenossin oder nicht, in der Hackordnung von Pavianen haben Frauen generell nichts zu melden. Zuerst hat er aber nach dir geschmissen, das habe ich genau gesehen. Nein, nein. Du würdest doch nie nach mir schmeißen, gell? Nein. Nicht, solange Astrid hinten bleibt. Astrid versucht es nochmal. Ich habe nicht über dich gelacht, weil du kastriert bist. Da lacht man auch nicht. Wohl wahr. Auf der Hernaswiese sucht Volontärin Antonia einen Kudobock namens Frederick. Freddy. Hey. Freddy. Hallo. Hi. Frederick hat sich seinen Schattenplatz direkt vor dem Gehege der großen Pavianhorde gesucht. Und da ist gerade Badetag. Neben einer Meute Paviane ist kein Platz für große Gefühle. Die haben ihren Spaß. Der Spaß hört heute leider für Antonia auf. Ja, heute ist mein letzter Tag und bin da eigentlich ziemlich traurig drüber, weil ich das sehr schön hier fand und viele Erfahrungen gesammelt habe und die Kudo-Mama sein durfte. Und es fällt mir sehr schwer zu gehen. Jetzt fange ich jetzt schon an. Weil ich habe einfach so viele tolle Sachen erlebt. Irgendwie allein, dass ich bei den Löwen mit drin war. Die standen 2 Meter neben mir. Das war ein extrem tolles Erlebnis. War echt ein Highlight für mich. Ja, aber am tollsten war es eigentlich mit Frederik, weil ich von Anfang an, ist ja gekommen, kurz nachdem ich hier angekommen bin. Und durfte ich halt die Mama quasi, die Ersatzmama spielen. Und das war total schön. Und Man entwickelt einfach so eine Bindung über die Zeit. Und ich war jetzt 4 Wochen hier. Und es fällt mir unglaublich schwer, jetzt fahren zu müssen und ihn hier zu lassen, weil ich ihn ja nie wiedersehen werde. Wird ja irgendwann sicherlich in die Natur rausgelassen. Und ich hoffe nur, dass er gesund bleibt und groß und stark wird. Frederick wurde mit einer Kopfverletzung auf einer entlegenen Farm gefunden. Auf Harnas hat Antonia mitgeholfen, ihn wieder aufzupäppeln. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, nach Hause zu fahren und dann wieder so in diesen Alltagstrott zu kommen.
Vor allen Dingen, was ich mir ganz schwer vorstelle, ist, wenn du dann hier bist, du nur draußen, den ganzen Tag, du gehst nur zum Schlafen in der Hütte und selbst die ist sehr offen gehalten. Und dann halt wieder zu Hause zu sein. In Deutschland, du bist in der Wohnung, die Tür ist zu, Fenster sind zu, kannst du zwar aufmachen, aber es ist halt nicht vergleichbar mit der Natur, die man hier hat. Und das werde ich, glaube ich, ziemlich vermissen und dauert, glaube ich, auch eine Weile, bis man wieder halt umswitcht. Paviane am Pool gibt's in Antonias Heimatstadt Hamburg leider auch nicht. Am Rande des Farmgebietes bringt Hanas Mitarbeiter Johann seine deutsche Kollegin Astrid und den Tierarzt zum nächsten Gehege. Dr. Rietschel will sämtliche Patienten besuchen, die er bei seinem dreiwöchigen Aufenthalt 2011 behandelt hatte. Die 20 wilden Geparde gehören auch dazu. Das ist schon eine andere Nummer als bei Tino. Schau mal, wie der Schwanz. Ja. Eingekniffen wird. Ja, hier haben wir unsere 20 Geparde drin. Ja, die sind wir alle noch in Erinnerung. Mit der Hand aufgezogen. Ja, genau, die hast du, glaube ich, alle schon in der Kurse gelegt und behandelt. Ja. Und das war schwierig. Wir haben sie an 2 Tagen gemacht. Wir haben sie dann mit Farbklecksen markiert, dass man den einen zweimal erwischen. Das ist auch gelungen. Aber die sind ja auch so auf den Futterwagen geprägt. Die kamen also ganz vertrauensselig an. Und das Schöne, was konnten wir alles mit dem Blasrohr machen. Das ist wesentlich schöner und schonender wie mit dem Narkosegewehr. Ja. Das gibt ja richtige Verletzungen unter Umständen. Aber mit dem Blasrohr ist eine dünne Nadel. Das ist wie ein Mückenstich. Das haben die gar nicht richtig gemerkt. Na, wunderbar. Bei seinem letzten Besuch betreute Dr. Rietschel eine groß angelegte Gesundheitsmaßnahme. Der Veterinär setzte alle wilden Geparde unter Narkose, um sie behandeln zu können. Weil ihr Bestand durch den Menschen drastisch verringert wurde, sind Geparde höchst anfällig für Krankheiten. Dem Doktor hingegen ging nie die Puste aus. Good one. Je weniger Tiere einer Art überleben, desto größer ist ihre Inzucht. Die mangelnde genetische Vielfalt verursacht ein schwaches Immunsystem. Dr. Rietschel verabreichte jedem Gepard Vitamine und ein Mittel gegen Tollwut. Ein Tuch über dem Kopf sollte beruhigen. Aber es klappte nicht immer. Und so wild wie damals sind die Geparde noch heute. Erinnerst du dich noch an mein Blasrohr, ja? Der Onkel Doktor mit dem Blasrohr. Aber diese Lautäußerungen, die sind schon toll. Die sind in einem guten Zustand, aber es ist natürlich klar, schöner wäre es, sie wären in der freien Natur. Denn zur artgerechten Haltung gehört auch die Fortpflanzung, das Sexualverhalten, die Jungtieraufzucht, das haben sie ja alles nicht. Aber es ist mit Sicherheit besser, als wenn sie der Farmer in der Falle mit Schrot abknallt. Wäre natürlich wünschenswert, wenn man den einen oder anderen wieder mal irgendwo auswildern könnte. Aber dafür fehlen die Projekte und auch die Lebensräume wahrscheinlich. Denn es ist halt Konkurrenz zur Landwirtschaft. Und da muss man den Farmer auch verstehen. Wenn dem seine Kälber regelmäßig abgeräumt werden, dann ist das ja auch nicht schön. Aber es sind schon fantastische Tiere. Wunderschöne Tiere, aber in ihrem Bestand leider stark gefährdet. Die Populationsgröße wird weltweit auf nur etwa 12.000 Tiere geschätzt. Diese 20 Exemplare sind immerhin sicher auf Harnas. Und der Tierarzt kann seine Visite beenden. Müsste man sein, kein Job, der auf einen wartet, kein Studium, keine Kontoführungsgebühren und niemals einen Zweifel. Also bevor ich hierher gekommen bin, war ich so ein bisschen unglücklich irgendwie mit vielen Sachen, irgendwie, die zu Hause so abgelaufen sind. Ich habe meine Ausbildung letztes Jahr beendet im Juni, habe dann fast ein Jahr nichts richtig gemacht. Ich habe zwar schon in dem Job gearbeitet, aber eben nur auf 400-Euro-Basis.
Und ich war so richtig frustriert, weil ich eigentlich immer Medizin studieren wollte. Und naja, dann hat es in der Liebe nicht geklappt und so. Und irgendwie war ich so unzufrieden mit so vielen Sachen. Und hier konnte man das alles mal so hinter sich lassen und mal drüber nachdenken, was man eigentlich wirklich will. Und inzwischen bin ich halt sehr fest entschlossen und auch glücklich mit der Entscheidung, dass ich eben mich jetzt nicht für Medizin, sondern für Pharmazie entschieden habe. Ja. Und darüber bin ich sehr glücklich irgendwie. Es hat mir richtig gut getan, diese Reise hierher. Schön. Aber nun ist auch genug, findet der Pavian. Uch, du wolltest mir die Hand geben, glaube ich. Wow. Er wollte wohl schon mal Tschüss sagen. Hey, Frederik. Hallo. Hallo. Nun wird's Zeit für den Abschied von Frederik. Der 2 Monate alte Kudobock ist seit 3 Wochen auf Harnas und Antonias absoluter Liebling. Die Pflege der verletzten Antilope war aber nur eine ihrer vielen Aufgaben. Bleib bloß gesund. Also grundsätzlich finde ich so Herausforderungen eigentlich ganz interessant. Und auch so, dass man eigentlich, man denkt zwar, man schafft es nicht, aber man kann eigentlich noch so viel mehr machen und so viel mehr Grenzen überschreiten. Und bevor ich hergekommen bin und wenn mir jemand gesagt hätte, ich werde ein Krokodil halten oder ich werde im Löwengehege stehen und da ist ein wilder Löwe, der 2 Meter neben mir aus dem Busch guckt, hätte ich, glaube ich, demjenigen den Vogel gezeigt, weil ich mir einfach sowas nicht vorstellen konnte. Und ich fand es ganz interessant, auch mal zu erfahren, dass man noch so viel noch aus sich selbst rausholen kann und so viele Grenzen eigentlich noch übersteigen kann, wovon man gar nicht gedacht hätte, dass man das kann. Ja. Und diese beiden Schweinchen hier, die werde ich auch vermissen, obwohl die so nervig sind eigentlich. Pam und Bacon, das Duo Infernale auf Kuschelkurs. Also ich habe ja einen Hund, einen Golden Retriever, aber klar, zu dem habe ich natürlich sehr engen Kontakt und mit dem mache ich auch sehr viel. Aber das kann man ja nicht vergleichen so mit den Tieren hier. Das ist ja schon was Normales fast, kann man sagen, in Deutschland, dass Leute einen Hund haben, Haushund oder Meerschweinchen oder sowas. Aber mit Tieren, die wirklich eigentlich nur in der freien Natur leben sollten, so wie jetzt zum Beispiel ein Kudo oder ein Pavian, ja, das ist eine Nummer anders. Frederik wird Antonia fehlen, die hier wohl auch. Ich hoffe nur, dass er gesund bleibt. Habe ich echt Angst, dass er irgendwie krank wird oder wenn er später rauskommt, dass er dann irgendwie von einem anderen Tier angegriffen wird. Gut, das ist die Natur, das kann man ja nicht vermeiden. Der ist mir so ans Herz gewachsen. In nur einem Monat hat Antonia ihr Herz an Harnas verloren. Da ist sie nicht die Erste und sicher nicht die Letzte. Ein Trost ist das aber nicht. Pass bloß auf dich auf. Wenigstens eines ist sicher. Nach Antonias Abreise bleibt Frederik auf der Tierschutzfarm auch weiter in guten Händen. Und nächstes Mal auf Harnas? Kein Job für Angsthasen. Die Babykrokodile werden gefangen. Und keine falsche Verlegenheit. Wildhund Jabu schließt neue Bekanntschaft. Ich will wissen, was vor und nach dem Ausbruch passiert ist. You see, it was a long time over here. You walk up and down, up and down. Die Spuren zeigen Fachmann Fricky genau, wie sich der Löwe bewegt hat. Er ist förmlich auf der Straße herumflaniert. See, he even took the road. Even took the road up this way. And then he disappeared into the bush. Zusammen mit Volunteer Don analysiert Fricky den Vorfall. Ein Löwe auf Abwegen ist auch auf Harnas keine Kleinigkeit. Schließlich entdecken sie den Grund. Im Busch verwest ein Kudu-Kadaver. Ja, also heute Morgen bei der Fence Patrol haben wir da am Zaun ein Loch gefunden. Das wurde jetzt provisorisch mit ein bisschen Holz und ganz wenig Sand nur zugemacht. Und wir haben auch schon einen nächsten Trupp kommen, der das dann richtig wieder schließen kann. Weil sobald wir jetzt mit dem Löwen wegfahren und ihn hintenrum wieder ins Gehege reinbringen, werden seine 2 Weibchen versuchen, ihn hier draußen zu suchen. Und sie wissen, er hat das Loch benutzt. Und ja, das ist halt die Gefahr daran, dass dann, wenn er wieder drin ist, die 2 Weibchen draußen sind. Und da haben wir eben den toten Kudu, ist das, glaube ich, gesehen. Und der riecht immer noch. Deswegen wollen die Löwen halt raus. Also es war ein Fang von den Wildhunden.
Ja. Auf Farnes erlebt man was. Ja, es ist auf jeden Fall eine aufregende Situation hier alles. Ich bin froh, dass die Löwen Fricky so von klein auf kennen und deswegen kann man ihm eigentlich ganz gut vertrauen da, aber trotzdem, also eben den ersten Löffel Müsli im Mund gehabt und dann ging's los, also von 0 auf 100 sozusagen. Ja. Die Lage ist geklärt. Nun muss nur noch der Löwe zurück hintern Zaun. Hier ist Audrey. Die Visite geht weiter. Ja. Also. Das war mein erster Patient. Die 23-jährige Meerkatze Audrey. Ja, die Volunteer setzen sich dann auch zu ihr rein und lesen ihr vor. Und ja, aber wieso hat die nichts Anständiges mehr zum Klettern? Weil sie nicht richtig gucken kann, denke ich mal. Ja, aber klettern können sie immer. Also da würde ich schon einen größeren Ast reinmachen, dass er rauf und runter kann. Weil sie greift ja und so. Ich meine, das kann sie auch jeder machen. Ja, aber sie zieht sich auch viel zurück, also sitzt oft dann in ihrem Häuschen und knabbert da irgendwo dran rum. Ja. Wartet auf das nächste Unterhaltungsprogramm. Mhm. Aber nicht auf das von Dr. Rietschel und Astrid. Audrey! Die will nicht. Wahrscheinlich hört sie auch nicht. Schade, weil die guten Darbietungen, die sie hier bekommen. Ja. Ich finde immer ihre Zähne, ihr Gebiss auch sehr apart. Naja, aber sie ist schon Was so. Was ist mit den Zähnen? Sie sehen nur ein bisschen... Okay, komm! Da machen selbst Konrad und Nick, hartgesottene Harnas-Mitarbeiter, das Tor lieber von außen zu. Obwohl auch die Löwinnen Flaschenkinder sind, sollte man sie nicht wie Katzen behandeln. Außer man heißt Fricky und hat den Umgang mit ihnen gelernt. Aber auch er bleibt immer auf der Hut. Okay. Wach. Vor allem soll die Löwin jetzt nicht auch noch ins Auto springen. Jedenfalls scheint sie sich über die Rückkehr ihres Kumpels zu freuen. Dann kann im Gehege ja wieder Alltag einkehren. Und Fricky kann zusehen, dass er rauskommt. Ja, ran. Das Ende der Geschichte, würde ich sagen, von einem sehr aufregenden letzten Morgen. Fricky hat erfolgreich das männliche Löwentier wieder hier zu den anderen, zu den Weibchen gebracht. Die haben sich direkt begrüßt, freudig. Und ja, ist alles jetzt ruhig vonstatten gegangen und ich denke, wir können zufrieden sein. Nach dem Schrecken der frühen Morgenstunde nimmt das Abenteuer nun ein glückliches Ende. Um es kurz auf den Punkt zu bringen, niemand wurde verletzt. Ja, so, wir scheinen wohl extrem glücklich gewesen zu sein. Die Löwen sind ja alle mit der Flasche aufgezogen worden, per Hand vom Menschen, und sind damit an den Menschen natürlich auch gewöhnt. Und eigentlich kann man ja denken, oder wir haben ja jetzt auch hier im Umgang mit den Löwen, mit Fricky gesehen, sie vertrauen ihm total. Aber das macht die Löwen dann halt auch eben unberechenbar und vielleicht noch gefährlicher, dass sie keine Angst vor Menschen haben, wie ein wilder Löwe vielleicht. Und deswegen muss man hier ganz besonders auf alle Sicherheiten achten und alles doppelt checken. Und ja, nur so können wir dann halt auch die Arbeit so erfolgreich hier machen, dass wir alles beachten, was zu beachten ist. Und jetzt haben wir ihn erfolgreich wieder in sein Rudel integriert. Und hoffen natürlich so schnell, dass es nicht wieder passiert. Das wäre wünschenswert. Nicht zuletzt für den Löwen. Okay. Harnas-Koordinatorin Astrid macht mit Dr. Rietschel Stippvisite am Krokodilteich auf der großen Wiese. Der Tierarzt war 2011 für 3 Wochen auf der Schutzfarm und hatte damals zahlreiche Patienten. Die kenne ich noch, wie sie so klein waren. Ja, kann da rumgehen. Jetzt schau dir das an. Kommt Ruhe noch mal. Ja, so, wir scheinen wohl extrem glücklich gewesen zu sein.
Die Löwen sind ja alle mit der Flasche aufgezogen worden, per Hand vom Menschen, und sind damit an den Menschen natürlich auch gewöhnt. Und eigentlich kann man ja denken, oder wir haben ja jetzt auch hier im Umgang mit den Löwen mit Fricky gesehen, sie vertrauen ihm total. Aber das macht die Löwen dann halt auch eben unberechenbar und vielleicht noch gefährlicher, dass sie keine Angst vor Menschen haben wie ein wilder Löwe vielleicht. Und deswegen muss man hier ganz besonders auf alle Sicherheiten achten und alles doppelt checken. Und ja, nur so können wir dann halt auch die Arbeit so erfolgreich hier machen, dass wir alles beachten, was zu beachten ist. Und jetzt haben wir ihn erfolgreich wieder in sein Rudel integriert. Ja, und hoffen natürlich so schnell, dass es nicht wieder passiert. Das wäre wünschenswert. Nicht zuletzt für den Löwen. Okay. Okay, guys, good job. Koordinatorin Astrid macht mit Dr. Ritschel Stippvisite am Krokodilteich auf der großen Wiese. Der Tierarzt war 2011 für 3 Wochen auf der Schutzfarm und hatte damals zahlreiche Patienten. Die kenne ich noch, wie sie so klein waren. Ja, kann da rumgehen. Jetzt schau dir das an. Kommt Ruhe noch mal. Komm. Mehr Krokodilchen als Krokodil, aber es ist schon kräftig gewachsen. Fühlt sich belästigt. Aber da kann ich mich dran erinnern, die waren auch noch nicht mal halb so groß. Ja. Vor 2 Jahren waren das solche Kerlchen, da waren sie gerade geschlüpft. Und dass die also hier hochkommen, das ist schon eine Leistung. Wunderschön. Ja, du hast vollkommen recht, Schimpf. Ja, aber schon leckere Zähne. Ja. Das ist so lustig, wenn man so die Haut sieht, die dann noch über das Auge huscht. Ja. Nach 16 Jahren Arbeit für Harnas lernt Astrid noch gern dazu. Aber ist das jetzt schon, dass er sein Revier hier verteidigt? Ja, natürlich. Fühlt sich von uns ausgesprochen belästigt. Aber normalerweise hauen sie natürlich ab. Und das wundert mich bei dem, der geht. Und wenn wir jetzt hier weiter, dann springt er am Ende, beißt er noch ins Gitter. Und das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir nicht. Dann gehen wir mal lieber. Neben dem Krokodilteich grasen auf der Wiese Esel-Neuzugang Anja und Eselfohlen Stanley, den Astrid Fricky nennt. Hallo. Ähnlichkeiten mit auf Harnas lebenden Zweibeinern sind natürlich rein zufällig. Hallo. Stanley Fricky wohnt seit einem Monat auf der Farm, Anja erst seit ein paar Tagen. Wie geht's euch? Oh, hallo. Aha. Das ist Fricky. Ja. Und das ist Anja. Die haben wir gestern noch verarztet. Die hatte hier das männliche Löwentier wieder hier zu den anderen, zu den Weibchen gebracht. Die haben sich direkt begrüßt, freudig. Und ja, ist alles jetzt ruhig vonstatten gegangen. Und ich denke, wir können zufrieden sein. Nach dem Schrecken der frühen Morgenstunde nimmt das Abenteuer nun ein glückliches Ende. Um es kurz auf den Punkt zu bringen: Niemand wurde verletzt. Ja, so, wir scheinen wohl extrem glücklich gewesen zu sein. Die Löwen sind ja alle mit der Flasche aufgezogen worden, per Hand vom Menschen, und sind damit an den Menschen natürlich auch gewöhnt. Und eigentlich kann man ja denken, oder wir haben ja jetzt auch hier im Umgang mit den Löwen mit Fricky gesehen, sie vertrauen ihm total. Aber das macht die Löwen dann halt auch eben unberechenbar und vielleicht noch gefährlicher, dass sie keine Angst vor Menschen haben wie ein wilder Löwe vielleicht. Und deswegen muss man hier ganz besonders auf alle Sicherheiten achten und alles doppelt checken. Und ja, nur so können wir dann halt auch die Arbeit so erfolgreich hier machen, dass wir alles beachten, was zu beachten ist. Und jetzt haben wir ihn erfolgreich wieder in sein Rudel integriert. Ja, und hoffen natürlich so schnell, dass es nicht wieder passiert. Das wäre wünschenswert. Nicht zuletzt für den Löwen. Okay. Okay, guys, good job. Koordinatorin Astrid macht mit Dr. Ritschel Stippvisite am Krokodilteich auf der großen Wiese. Der Tierarzt war 2011 für 3 Wochen auf der Schutzfarm und hatte damals zahlreiche Patienten. Die kenne ich noch, wie sie so klein waren. Ja, kann da rumgehen. Jetzt schau dir das an. Kommt Ruhe noch mal. Komm.
Mehr Krokodilchen als Krokodil. Aber es ist schon kräftig gewachsen. Fühlt sich belästigt. Aber da kann ich mich dran erinnern, die waren auch noch nicht mal halb so groß. Ja. Vor 2 Jahren waren das solche Kerlchen, da waren sie gerade geschlüpft. Und dass die also hier hochkommen, das ist schon eine Leistung. Wunderschön. Ja, du hast vollkommen recht, Schimpf. Ja, aber schon leckere Zähne. Ja. Das ist so lustig, wenn man so die Haut sieht, die dann noch über das Auge huscht. Ja. Nach 16 Jahren Arbeit für Hannas lernt Astrid noch gern dazu. Aber ist das jetzt schon, dass er sein Revier hier verteidigt? Ja, natürlich. Oder? Ja, ne? Fühlt sich von uns ausgesprochen belästigt. Aber normalerweise hauen sie natürlich ab. Hm. Und das wundert mich bei dem, der geht. Und wenn wir jetzt hier weiter, dann springt er am Ende, beißt er noch ins Gitter. Und das wollen wir natürlich nicht. Das wollen nicht. Wir nicht. Dann gehen wir mal lieber. Da gehen wir lieber. Neben dem Krokodilteich grasen auf der Wiese Esel, Neuzugang Anja. Und deswegen lassen Severin und die anderen sie jetzt auch wieder alleine. Astrid und Dr. Rietschel sind inzwischen am Gehege von Atheno, auch Afino genannt, angelangt. Der Tierarzt war 2011 schon einmal auf Harnas. War schön, wenn man hier so begrüßt wird. Flaschenkind Atheno kennt keine Scheu vor Menschen. Okay. Ja. Atheno ist nach Harnas gekommen, als er gerade ein paar Monate alt war. Jäger hatten seine Mutter erschossen. Eine Tierfreundin versuchte, den Gepard in ihrer Wohnung großzuziehen, übergab ihn dann aber lieber Marietta, der Chefin der Tierschutzfarm. Was ist das für eine Geschichte hier? Das ist unser Atheno, das ist ein Er, ja. Ja, ich lese gerade. Die ist vor 1,5 Jahren zu uns gebracht worden, da haben wir an der Küste. Ist das die Handaufzucht, die in der Küche saß? Da saß so eine kleine mit den Leoparden zusammen. Genau, ja. Das ist sie. Oh, da hat sich aber toll entwickelt. Atheno. Aber ich meine, ich habe den so klein, da habe ich noch Fotos, wie er so klein war. Die kann ich heute Abend mal zeigen. Ja. Guck. Ja. Der Doktor möchte sich Atheno eigentlich mal genauer ansehen. Komm mal hier. Ja, will, wenn er nicht will, ist ja auch gut. Aber auf Ball spielt er wahrscheinlich. Seit über 30 Jahren ist Dr. Rietschel Fachmann für Wild- und Zootiere. Er weiß, dass er Atheno nicht zur Untersuchung zwingen kann. Geschickte Ablenkung funktioniert bei Tieren, aber oft ähnlich gut wie bei Kindern. Ist nicht so warm. Hm? Oder eben nicht. Immerhin liegt Atheno jetzt. Das ist für einen genaueren Blick ebenso gut. Ach nö. Aber jetzt kann man ein bisschen gut abtasten. Ja. Beim Annähern ist es wichtig, größer zu bleiben als der Gepard. Also knien, nicht hinsetzen. Und das Schlecken ist weder eine Liebesbekundung noch ein Zeichen für Hunger. Also hier scheint zu schmecken. Nee, was hier rein muss, ist ein Salzdeckstein. Okay. Wenn der Boden nicht genügend Mineralien hat und so weiter, dann kann da durchaus ein Defizit vorliegen. Sollte man mal ausprobieren. Komm, leg dich mal hin. So ist schön. Ja. Auf die Weise kann man wirklich hier die mandibulären Lymphknoten fühlen. Man kann sich die Augen anschauen, man kann sich die Zähne angucken. Ja, hier, gell? Ja, eben. Ja. Das scheint alles hervorragend in Ordnung zu sein, ja. Der Tierarzt ist beeindruckt. Wunderbar. Und Atheno schlägt trotz bester Gesundheit gerne Salz von der Haut. Ja, aber er sucht auch nach wie vor den Kontakt zu den Leuten. Also, weil ja, ist klar, kommt, als Handaufzucht ist das halt so. Dann direkt hin und schnurrt sich in die Herzen. Ja. Nächster Patient. Die habe ich noch in Erinnerung. Da haben wir Mikrochips gesetzt damals und Blutproben genommen. Mikrochips zum Wiederfinden, oder? Nein, ich glaube, die müssen alle gekennzeichnet werden, hier die Tiere. Die sind ja wunderschön. Da war auch einer mit 3 Beinen, aber ist er noch hier, oder? Er ist noch hier. Caracal Letargo ist mittlerweile knapp 4 Jahre alt. Den Verlust seines rechten Hinterlaufes verdankt er seiner Rabenmutter. Das ist ein alter Patient von mir. Ja. Hatte, glaube ich, die Mutter das Bein abgebissen, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, der kann aber ganz schön knurren. Ja, da ist natürlich auch auf dem anderen Hüftgelenk eine unwahrscheinliche Belastung auf die Dauer. Und das Ganze wirkt sich auch auf die Wirbelsäule aus. Da sieht man schon, der ist schon leicht verformt.
Und als Kater hat er natürlich auch schlechte Karten. Aber auch hier ist absehbar, dass dieses Tier das Höchstalter wahrscheinlich nicht erreichen kann. So. Warum Letagos Mutter sein Bein abnagte, konnte man damals nicht klären. Als die Harnas-Mitarbeiter ihn retteten, war es für das Bein leider zu spät. So ein kleiner Springnase. Ja. Dr. Rietschels erster Besuch ist 2 Jahre her. Es gibt noch viel zu begutachten. Mit dem Löwen im Käfig kann Fricky nun Ursachenforschung betreiben. Er will wissen, was vor und nach dem Ausbruch passiert ist. You see, it was a long time over here. You walk up and down, up and down. Die Spuren zeigen Fachmann Fricky genau, wie sich der Löwe bewegt hat. Er ist förmlich auf der Straße herumflaniert. See, he even took the road. Even took the road up this way. Then he disappeared into the bush. Zusammen mit Volunteer Don analysiert Fricky den Vorfall. Ein Löwe auf Abwegen ist auch auf Harnas keine Kleinigkeit. Schließlich entdecken sie den Grund. Im Busch verwest ein Kudu-Kadaver. Ja, also heute Morgen bei der Fence Patrol haben wir da am Zaun ein Loch gefunden. Das wurde jetzt provisorisch mit ein bisschen Holz und ganz wenig Sand nur zugemacht. Und wir haben auch schon einen nächsten Trupp kommen, der das dann richtig wieder schließen kann, weil sobald wir jetzt mit dem Löwen wegfahren und ihn hintenrum wieder ins Gehege reinbringen, werden seine 2 Weibchen versuchen, ihn hier draußen zu suchen und sie wissen, er hat das Loch benutzt und ja, das ist halt die Gefahr daran, dass dann, wenn er wieder drin ist, die 2 Weibchen draußen sind und da haben wir eben den Up and down, up and down. Die Spuren zeigen Fachmann Fricky genau, wie sich der Löwe bewegt hat. Er ist förmlich auf der Straße herumflaniert. See, he even took the road. Even took the road up this way. And then he disappeared into the bush. Zusammen mit Volunteer Don analysiert Fricky den Vorfall. Ein Löwe auf Abwegen ist auch auf Harnas keine Kleinigkeit. Schließlich entdecken sie den Grund. Im Busch verwest ein Kudu-Kadaver. Ja, also heute Morgen bei der Fence Patrol haben wir da am Zaun ein Loch gefunden. Das wurde jetzt provisorisch mit ein bisschen Holz und ganz wenig Sand nur zugemacht. Und wir haben auch schon einen nächsten Trupp kommen, der das dann richtig wieder schließen kann. Weil sobald wir jetzt mit dem Löwen wegfahren und ihn hintenrum wieder ins Gehege reinbringen, werden seine 2 Weibchen versuchen, ihn hier draußen zu suchen. Und sie wissen, er hat das Loch benutzt. Und ja, das ist halt die Gefahr daran, dass dann, wenn er wieder drin ist, die 2 Weibchen draußen sind. Und da haben wir eben den toten Kudu, ist das, glaube ich, gesehen. Und der riecht immer noch. Deswegen wollen die Löwen halt raus. Also es war ein Fang von den Wildhunden. Ja. Auf Harnas erlebt man was. Ja, es ist auf jeden Fall eine aufregende Situation hier alles. Ich bin froh, dass die Löwen Fricky so von klein auf kennen. Und deswegen kann man ihm eigentlich ganz gut vertrauen da. Aber trotzdem, also eben den ersten Löffel Müsli im Mund gehabt und dann ging's los. Also von 0 auf 100 sozusagen. Ja. Die Lage ist geklärt. Nun muss nur noch der Löwe zurück hintern Zaun. Hier ist Audrey. Die Visite geht weiter. Ja. Also. Das war mein erster Patient. Die 23-jährige Meerkatze Audrey. Ja, die Volunteer setzt sich dann auch zu ihr rein und lesen ihr vor. Und ja, aber wieso hat die nichts Anständiges mehr zum Klettern? Weil sie nicht richtig gucken kann, denke ich mal. Ja, aber klettern können sie immer. Also da würde ich schon einen größeren Ast reinmachen, dass er rauf und runter kann. Weil sie greift ja und so. Ich meine, das kann sie auch wieder machen. Würde ich schon. Ja, aber sie zieht sich auch viel zurück. Also sitzt oft dann in ihrem Häuschen und knabbert da irgendwo dran rum. Ja. Wartet auf das nächste Unterhaltungsprogramm. Aber nicht auf das von Dr. Rietschel und Astrid. Audrey. Die will nicht. Wahrscheinlich hört sie auch nicht. Das ist ja schade, weil die guten Darbietungen, die sie hier bekommen. Ja. Ich finde immer ihre Zähne, ihr Gebiss auch sehr apart. Naja, aber sie ist schon Was so. Was ist mit den Zähnen? Die sehen nur ein bisschen
Ja, wenn sie 23 ist. Ja, da muss man. Dann, nee, da kann man mal. Das wirkt manchmal wirklich verjüngend, wenn man die Zähne. Tschüss. Das ist toll. Man hat schon so was. Nach anderthalb Jahren. Das war so eine Portion damals. Ja, ja, ja. Hier lang. Einmal quer hinterm Feld wartet schon der nächste Patient. Zeig mal hier. Jetzt schau, er hat einen Zipfel und drunter hängt nichts. Der müsste solche Klöten haben. Ey. MacGyver ist aber kastriert. Das ist, die werden dann trotzdem groß, kräftig, haben das ordentliche Gebiss. Und ich meine, das wäre natürlich eine Katastrophe. Ja, 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 ja. Das wäre eine Katastrophe, wenn die nicht kastriert werden. Hätte ja Nachzucht ohne Grenzen und die Tiere wären wesentlich aggressiver. Ja, ja, zeig's ihr. Ja, zeig's ihr. Ja. Wie nett. Astrid muss Abstand halten. MacGyvers Sandattacken machen klar, was er von ihr hält. Wenn du weitergreifst, kommst du unten drunter raus. MacGyver will nicht buddeln. Er will Astrid verscheuchen. Also der mag dich ganz besonders. Ja, ich merke das schon. Ja. Ich habe ihm nichts getan. Blond reicht. Ob blond, ob braun, Artgenossin oder nicht, in der Hackordnung von Pavianen haben Frauen generell nichts zu melden. Zuerst hat er aber nach dir geschmissen. Das habe ich genau gesehen. Nein, nein, nein. Du würdest doch nie nach mir schmeißen, gell? Nein. Nicht, solange Astrid hinten bleibt. Astrid versucht es noch mal. Ich habe nicht über dich gelacht, weil du kastriert bist. Da lacht man auch nicht. Wohl wahr. Auf der Harnaswiese sucht Volontärin Antonia einen Kudobock namens Frederick. Freddy. Hey. Freddy. Hallo. Hi. Frederick hat sich seinen Schattenplatz direkt vor dem Gehege der großen Pavianhorde gesucht. Und da ist gerade Badetag. Neben einer Meute Paviane ist kein Platz für große Gefühle. Die haben ihren Spaß. Der Spaß hört heute leider für Antonia auf. Ja, heute ist mein letzter Tag und bin da eigentlich ziemlich traurig drüber, weil ich das sehr schön hier fand und viele Erfahrungen gesammelt habe und die Kudo-Mama sein durfte. Und es fällt mir sehr schwer zu gehen. Jetzt fange ich jetzt schon an. Weil ich habe einfach so viele tolle Sachen erlebt. Irgendwie allein, dass ich bei den Löwen mit drin war. Die standen 2 Meter neben mir. Das war ein extrem tolles Erlebnis. War echt ein Highlight für mich. Ja, aber am tollsten war es eigentlich mit Frederick, weil von Anfang an, ist er gekommen, kurz nachdem ich hier angekommen bin. Und durfte ich achten und alles doppelt checken. Und ja, nur so können wir dann halt auch die Arbeit so erfolgreich hier machen, dass wir alles beachten, was zu beachten ist. Und jetzt haben wir ihn erfolgreich wieder in sein Rudel integriert. Ja, und hoffen natürlich so schnell, dass es nicht wieder passiert. Das wäre wünschenswert. Nicht zuletzt für den Löwen. Okay. Okay, guys, good job. Koordinatorin Astrid macht mit Dr. Rietschel Stippvisite am Krokodilteich auf der großen Wiese. Der Tierarzt war 2011 für 3 Wochen auf der Schutzfarm und hatte damals zahlreiche Patienten. Die kenne ich noch, wie sie so klein waren. Ja, kann da rumgehen. Jetzt schau dir das an. Kommt Roh noch mal. Komm. Mehr Krokodilchen als Krokodil, aber es ist schon kräftig gewachsen. Fühlt sich belästigt. Aber da kann ich mich dran erinnern, die waren auch noch nicht mal halb so groß. Ja. Vor 2 Jahren waren das solche Kerlchen, da waren sie gerade geschlüpft. Und dass die also hier hochkommen, das ist schon eine Leistung. Wunderschön. Ja, du hast vollkommen recht, Schimpf. Ja, aber schon leckere Zähne. Ja. Das ist so lustig, wenn man so die Haut sieht, die dann noch über das Auge huscht. Ja. Nach 16 Jahren Arbeit für Harnas lernt Astrid noch gern dazu. Aber ist das jetzt schon, dass er sein Revier hier verteidigt? Ja, natürlich. Oder? Fühlt sich von uns ausgesprochen belästigt. Aber normalerweise hauen sie natürlich ab. Hm. Und das wundert mich bei dem, der geht. Und wenn wir jetzt hier weiter
dann springt er am Ende, beißt er noch ins Gitter und das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir nicht, dann gehen wir mal lieber. Dann gehen wir lieber, gehen wir lieber. Neben dem Krokodilteich grasen auf der Wiese Esel-Neuzugang Anja und Eselfohlen Stanley, den Astrid Fricky nennt. Hallo. Ähnlichkeiten mit auf Harnas lebenden Zweibeinern sind natürlich rein zufällig. Stanley Fricky wohnt seit einem Monat auf der Farm. Anja erst seit ein paar Tagen. Wie geht's euch? Oh, hallo. Aha. Das ist Fricky. Ja. Und das ist Anja. Die haben wir gestern noch verarztet. Die hatte hier eine ganz fiese Bisswunde von den anderen Eseln. Da schmieren wir aber noch mal was drauf, weil ihr seht, das ist hier offen, das platzt auf und dann gehen die Fliegen dran und das wäre ganz schlecht. Also das war schon mal ganz zu, aber durch die Bewegung der Muskulatur. Ja, aber schau, da sind schon Mücken dran und in dem Moment. Und das ist auch eine Stelle, die ganz schlecht heilt. Aber das kriegen wir hin, das ist kein Problem. Die vorne auf der Seite. Da hat sie noch einen? Ja, das haben wir gestern hier. Jetzt ist es zu weit. Das war gestern noch offen. Die hatte so nämlich eine alte Bisswunde auch da. Das war hier so ganz mit dem Fell. Very well camouflaged. Durch ihre Fellfärbung sind Geparde in der Savanne bestens getarnt. Die Volontäre könnten in 10 Meter Entfernung an ihnen vorbeilaufen, ohne sie zu sehen. Aber there they are. Bam, just like that. Hello, you lazy cheetahs. Okay, you guys can come around this side to get a closer look at them. Wie so oft liegen Max und Moritz unter schattenspendenden Bäumen. Okay, here we have Max in the front and this is Moritz at the back. Die beiden halten mit vollen Bäuchen ein Schläfchen. Mit der Jagd hat es also doch noch geklappt. Severin ist ganz überwältigt vor Wiedersehensfreude. Ach, ich könnte weinen. Ist echt schön, sie hier zu sehen. Wenn man denkt, dass das Handaufzuchten bei Geparden in der Regel eigentlich nicht ausgewildert werden können, geht ganz schlecht. Und das hier jetzt zu sehen, dass die ihre Freiheit zurückgewonnen haben. Amazing. Was Severin damit sagen will, per Hand aufgezogene Geparde suchen auch nach ihrer Auswilderung immer die Nähe von Menschen. Sie würden ihre Beute unter Farmtieren schlagen und es sich schnell mit Namibias Landwirten verscherzen. Weil die Lifeline von Harnas sicher umzäunt ist, kann hier nichts passieren. Die geschützte Zone ermöglicht Max und Moritz ein eigenständiges Leben und das Wiedersehen mit Severin. Ich habe mich enorm darauf gefreut. Ich bin echt glücklich, sie hier so zu sehen, was aus ihnen geworden ist. Es ist ziemlich schwierig, die Gefühle zusammenzufassen, aber es löst einiges in mir aus. Und ich hoffe, ich werde sie nochmals treffen irgendwann. Max und Moritz sind einer der großen Erfolge von Harnas. Es ist Herzenssache der Tierschutzfarm, verwaisten oder einst verletzten Tieren ein so freies Leben wie möglich zu gewähren. Geschützt, aber nach den Gesetzen der Wildnis. Say goodbye to the boys. Bye, boys. Und deswegen lassen Severin und die anderen sie jetzt auch wieder alleine. Astrid und Dr. Rietschel sind inzwischen am Gehege von Atheno, auch Afino genannt. Zusammen mit Volontär Don analysiert Fricky den Vorfall. Ein Löwe auf Abwägen ist auch auf Harnas keine Kleinigkeit. Schließlich entdecken sie den Grund. Im Busch verwest ein Kudu-Kadaver. Ja, also heute Morgen bei der Fence Patrol haben wir da am Zaun ein Loch gefunden. Das wurde jetzt provisorisch mit ein bisschen Holz und ganz wenig Sand nur zugemacht. Und wir haben auch schon einen nächsten Trupp kommen, der das dann richtig wieder schließen kann. Weil sobald wir jetzt mit dem Löwen wegfahren und ihn hintenrum wieder ins Gehege reinbringen, werden seine zwei Weibchen versuchen, ihn hier draußen zu suchen. Und sie wissen, er hat das Loch benutzt. Und ja, das ist halt die Gefahr daran, dass dann, wenn er wieder drin ist, die zwei Weibchen draußen sind.
Und da haben wir eben den toten Kudu, ist das, glaube ich, gesehen. Der riecht immer noch. Deswegen wollen die Löwen halt raus. Also es war ein Fang von den Wildhunden. Ja. Auf Farnes erlebt man was. Ja, es ist auf jeden Fall eine aufregende Situation hier alles. Ich bin froh, dass die Löwen Fricky so von klein auf kennen. Und deswegen kann man ihm eigentlich ganz gut vertrauen da. Aber trotzdem, also eben den ersten Löffel Müsli im Mund gehabt und dann ging's los. Also von 0 auf 100 sozusagen. Ja. Die Lage ist geklärt. Nun muss nur noch der Löwe zurück hintern Zaun. Hier ist Audrey. Die Visite geht weiter. Ja. Also. Das war mein erster Patient. Die 23-jährige Meerkatze Audrey. Ja, die Volunteer setzen sich dann auch zu ihr rein und lesen ihr vor. Und ja, aber wieso hat die nichts Anständiges mehr zum Klettern? Weil sie nicht richtig gucken kann, denke ich mal. Ja, aber klettern können sie immer. Also da würde ich schon einen größeren Ast reinmachen, dass er rauf und runter kann. Weil sie greift ja und so. Ich meine, das kann sie auch jeder machen. Würde ich schon. Ja, aber sie zieht sich auch viel zurück. Also sitzt oft dann in ihrem Häuschen und knabbert da irgendwo dran rum. Ja. Wartet auf das nächste Unterhaltungsprogramm. Mhm. Aber nicht auf das von Dr. Rietschel und Astrid. Audrey. Die will nicht. Wahrscheinlich hört sie auch nicht. Schade, weil die guten Darbietungen, die sie hier bekommen. Ja. Ich finde immer ihre Zähne, ihr Gebiss auch sehr apart. Naja, aber sie ist schon Was so. Was ist mit den halt, Zähnen? Sie sehen nur ein bisschen. Ja, wenn sie 23 ist. Ja, da muss man. Dann, nee, da kann man mal. Das wirkt manchmal wirklich verjüngend. Wenn man die Zähne mal saniert. Das heißt, bei so einem Tier muss man halt alles, was faul ist, ziehen. Ja, nur nicht mal faul, nur ein bisschen schräg stehen. Ja, mit 23 kann das gar nicht in Ordnung sein. Da sollte man mal zum Zahnarzt gehen. Also das können wir mal machen. Also das ist kein Problem. Dafür habe ich auch immer das richtige Instrumental.